Der 5G-Ausbau bei Vodafone und der Telekom geht weiterhin weiter. Doch der drittgrößte Anbieter Deutschland funkt jetzt auch im 5G-Netz. O2 hat in den 5 größten Städten Deutschlands, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln, insgesamt rund 150 5G-Stationen in Betrieb genommen. Seit dem 3. Oktober 2020 hat O2 sein 5G-Netz zur Verfügung gestellt. Bis Ende 2021 will O2 bzw. Telefonica rund 2000 5G-Stationen in Betrieb nehmen. O2 will im städtischen, aber auch im ländlichen Raum 5G ausbauen. Außerdem will O2 bzw. Telefonica nebenbei auch noch das 4G-Netz weiter ausbauen. Am 3. November 2020 will O2 die 5G-Netzkarte veröffentlichen, wo man genau sieht, wo es 5G gibt.